Weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und heute geht's ein wenig auf Überraschungskurs, denn ich weiß gar nicht ganz genau, was ich geschenkt bekommen habe. Leute, ich habe ein Geschenk bekommen. Es hat bibim, bibim gemacht. Und ich meine, ich ahne Schreckliches. Und wohin das Ganze gehen soll, weiß ich auch ungefähr. Aber wir schauen da einfach mal eben rein. Ich meine, es gibt ja immer mal wieder Bing, 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 Bing. Aber der Lysak-Zwerg, der Alderbänger, ist ja schon recht bekannt fürs Stippen. Ah. Express Fishing irgendwas. Und Stippen, ne? Wie vor wenigen Videos noch gesagt, ist ja nicht so meins. Aber Ehre aller, ich danke dir für diese zwei Stippen. Ja, ich sehe sie auch schon direkt. Fallen mir direkt auf. Zwei grüne Stippen, Alter. Genau, zuletzt war ich noch am Ladoga. Das war auch sehr schön. Hier sind sie, die Stippen. Ziehen wir die mal eben beide rein. Und dann gucken wir uns die Stippen mal im Detail an. Beziehungsweise bauen die dann auch gleich mal entsprechend zusammen. Hier das eine Gerät. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das Ding mal, wie gesagt, gleich mal genau an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir zwei Stippen geschickt hat, mit denen man sehr gut, sehr vernünftig anfangen kann, Stippen zu lernen. Und dass man damit gut, guck mal, die kann man so ausziehen, ne? Die ist nicht zum Stecken, oder? Kann das sein? Sieht so aus, ne? Teleskopstippe. Sieht so aus. Also, dass es Stippen sind, mit denen man vernünftig anfangen kann. Mit dem Stippen. Sieht schick aus, das Teil. Macht Eindruck. Nicht schlecht. Gehen wir mal in die Zahlen und Statistiken rein. Was kann denn der Gerät? Also, Starling Stick Express Fishing. Starling Stick. Wurfgewicht 3 bis 25 Gramm. 6 Meter Länge. Tragfähigkeit 6,1 Kilo. Tja, Empfindlichkeit 0 bis 10. Power 0 bis 10. Siehst du, da setzt es bei mir schon aus. Ist das normal oder was? Dann gehen wir mal hier auf eine Montage ein. Nehmen wir mal hier die Laufposenmontage. So. Und dann müssen wir hier natürlich eine passende Schnur drauf tüdeln. Ich weiß gar nicht, ob ich hier was Passendes habe. 4,4, 5,5er Schnur. Invisible. Ist das richtig? Siehst du, und da geht jetzt schon los. Da geht es schon los. Monophile Schnur, das ist gut. Ja, das ist ein bisschen zusätzliche Dehnung. Wir bleiben mal bei dieser 5,5er. Fühlt sich für mich gerade gar nicht so schlecht an. Dann nehmen wir mal so eine olle, normale Pose hier. Vorfach lassen wir weg. Wir haben ja so eine getarnte Schnur. Wir nehmen mal hier die billigen, Alter. Dann ist das nicht so ärgerlich, wenn die abreißen, ey. Alter, ich habe ja schon Vertrauen da, ne? Ich habe ja schon Vertrauen da drin, ey. Alter Falter, ey. Ich denke mir ja jetzt schon, Scheiße. Jetzt geht mir gleich alles kaputt, ey. Ach, verdorr ich noch mehr, ey. Stippen. Aber ohne Scheiß jetzt mal, also Stippen
damit kann man ja schon ordentlich was reißen. Damit kann man ja schon wirklich ordentlich was rausziehen auch. Und von daher schauen wir uns das auch mal im Detail an. Und ich werde die Tage mit dem Lysak-Zwerg mich mal zusammenhocken. Und dann wird er mich da so ein bisschen detaillierter einführen in die gesamte Thematik und sagen, Alden, guck mal hier, guck mal da. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie und was man denn besser machen kann. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das von diesem Video dann demnächst mit dem nächsten Video vielleicht verändert hat, das Angeln. Was mache ich dann auf einmal besser oder schlechter oder? Guck mal hier, Invisible, die 5,5 Kilo hatte ich gerade. Davon hole ich mir jetzt noch eine. So, und dann klatschen wir die. Das ist die 2, schon zusammengebaut. Das ist die 1. Ich bin ganz froh, also zwei so Routen, das ist schick. Ich glaube, wesentlich mehr möchte ich gar nicht. Möchte ich, glaube ich, auch gerade erstmal gar nicht rauswerfen. Je mehr... Ja, sag mal, hatte ich mir nicht gerade eine 5,5er gekauft? Hier ist sie doch. Je mehr Posen, umso wilder wird es dann auf einmal. Und mit 2 kann man, glaube ich, noch anfangs ganz gut und übersichtlich klarkommen. So. Also, Stippen an für sich. Ne, jeder fängt mit dem Stippen an. Und man startet halt ganz früh damit. Und ich würde sagen, die meisten Leute fangen an damit oder mit dem Game an und denken sich, was für eine Scheiße. Ich will endlich richtig angeln. Ich will endlich dicke Dinger rausziehen. Geht mir auch so. Und ich bevorzuge auch absolut die Rollen. Routen, also alles, was, also eine Matchroute zum Beispiel, die Bolognese-Routen, natürlich auch die Grundrouten oder Spin-Routen, also das ist absolut mein Favorite. Oh, die fliegt aber schön weit raus. Wir lenken das Ganze hier nochmal so ein bisschen. So, das ist jetzt die 1, dann machen wir jetzt hier die 2. Ich gehe jetzt hier ein bisschen brutal dran. Also ich bin mir bewusst, dass das hier durchaus zum Abriss führen kann. Vielleicht sollte ich doch eine dickere Schnur noch nehmen und lieber einen Vorfach. Wäre vielleicht auch eine Option. Statt kein Vorfach und 5,5. Ich meine, wir haben 6,1 Kilo Tragfähigkeit auf der Route. Vielleicht sollten wir das so ein bisschen mehr ausreizen. Ich glaube, es macht Sinn. Ich glaube, es macht Sinn. Ich nehme das nochmal rein. Übrigens, wenn ihr Ahnung habt von dem Stippen, ruhig Tipps und Tricks unten drunter schreiben. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt so in den nächsten Tagen verändert. Mit meinem wachsenden Wissen ums Stippen. Inwieweit ich das verbessern kann. Wenn ihr sagt, aller Stippen, ja, wollte ich auch schon mal endlich mal lernen. Ich würde mal sagen, Kanal abonnieren. Da hier diese Glocke und solche Sachen immer reinballern. Da wird es jetzt natürlich auch demnächst einige neue Videos geben zum Stippen. Und wenn ich dann irgendwann sage, Alter, hau mich ab damit, dann irgendwann reicht es vielleicht. Vielleicht sage ich auch, nee, lass mal, also bin ich überhaupt nicht für. Aber der Lysak-Zwerg ist da ganz guter Dinge und meint, nee, warte mal ab. Eines schönen Tages, Alter, da wirst du mir dankbar sein für dieses Kleinod der Angelkunst. Stippenalden ist the shit. Und was du da rausziehen kannst, Alter, in was für einer Frequenz und wie geil das ist, ich sage dir, so ungefähr hörte sich das an. Anders wild. So, wir haben 6,1. Das heißt, ich habe hier das höchste der Gefühle ist 5,5. Damit bin ich jetzt, komme ich nicht wirklich auf den grünen Zweig, ne? Damit komme ich nicht, warte mal, hier unten sind noch,
Nee, die sind 6,8, 6,4. Damit bin ich über der Tragfähigkeit der Route. Ich will die natürlich nicht zerstören direkt am Anfang. Deswegen bleiben wir schön entspannt drunter. 5,5. Ja, also ich komme wirklich nicht drüber. Das heißt, ich bleibe hier jetzt auf 5,5. 1,20 Meter Tiefe. Wir haben 19 Uhr. Das heißt, die Chance hier jetzt vielleicht sogar noch einen Aal zu fangen, ist gar nicht mal so gering. Einmal. Route 2 ebenfalls jetzt so zusammengebaut. Ich werfe mal nicht ganz so weit aus. Zack. 1,20 Meter Tiefe. Hier genau das gleiche Spielchen. Und absetzen. So, und jetzt erstmal chillen und hoffen, dass alles gut geht. Route 1, Route 2. Wie gesagt, für den Anfang schön entspannt. Nicht übertreiben. Wenn man dann irgendwie Profi ist, dann vielleicht nochmal mit der dritten. Gerade natürlich schön bei Fischen mit einer hohen Frequenz. Zack, zack, zack. Immer schön rausziehen, da macht das auch richtig Bock. Ich hatte jetzt gerade aktuell noch einen im Discord gesehen, frisch einen Post wieder für die Tunguska. Tunguska, wenn ihr Bock habt, unten drunter unterm Video ist auch der Link zum Discord. Einfach mal reinschauen. Da gibt es jede Menge Infos mittlerweile aus der Community, was gerade läuft, was gerade aktuell rennt. Und auch da schaue ich natürlich immer wieder gerne rein und teste die Spots, beziehungsweise gucke, ob ich daraus ein Video machen kann. So, tja, jetzt natürlich die große Frage. Ich hoffe, hier an der Stelle, hier lief ja jetzt die letzten Tage auch der Karpfen und die Amure ganz gut, beziehungsweise gegenüber an der Stelle. Da war ja die Stelle, wo hier in dem Bereich viel jetzt zuletzt mit Bananenboilies und Mische und sowas geangelt wurde. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich ein fetter Amur reinballert. Viererhaken, Tauwurm, durchaus möglich, dass dann ein Amur oder auch ein Karpfen drauf anbeißt. Und auch durchaus möglich, dass die dann vom Gewicht her deutlich über der Tragfähigkeit jetzt hier sind. Von diesen 5,5 Kilo. Ich würde sogar sagen, einen Fisch im Bereich von 4 Kilo, ich weiß nicht, ob ich den gebremst und gehalten kriege. Man soll ja irgendwie den auch, also mit gestreckter Rute in einer Linie zur Pose, Schnur, Rute, Fisch, soll man die wohl irgendwie auch ganz gut rausziehen können? Absolut wild, das Ganze. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich werde ich hier gleich alles erstmal schön kaputt machen. Wie gesagt, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es hier entspannt losgeht und mir hier nichts kaputt geht. Warten wir es mal ab. Ich glaube, ich gucke hier erstmal und wenn es gleich losgeht mit dem Gezuppel, dann schauen wir da mal rein. Und da geht es los, und da geht es los, und da geht es los. Leute, oh, jetzt auf der gleich, auf der 1. Soll ich schon mal in der Hand nehmen? Komm, ich nehme schon mal in der Hand. Dann bin ich ein bisschen vorbereitet. Und jetzt ziehen, rüber. Ziehen, linke Maustaste, rechte Maustaste. Oh, ich habe direkt Puls gekriegt hier. Nur so kleiner Kackfisch. Uiuiui, mach mich doch nicht so fettig, Fisch. Ah, okay. Eieieiei. War doch halb so schlimm. Erster Fisch überlebt. Erster Fisch überlebt. Angeln am Limit, Alter. Ich sage dir, ey. Oh, da geht's aber los auch. Hebebiss. Ja. Angehoben. Das ist ein bisschen was Dickeres. Aber kriegen wir auch raus. Das hat mich jetzt natürlich auch ein bisschen gewundert. Was war denn das jetzt gerade? Da ist quasi die Pose die ganze Zeit so ein bisschen gewandert. So.
Okay, ich glaube, jetzt bleibt sie stehen. Da wandert die Pose. Also da muss ich auf jeden Fall auch nochmal minutieren. Frage an die Stippmeister direkt. Warum wandern die Posen alle? Da, schon wieder. Und zwar nicht, weil da so Wind kommt, beziehungsweise die eine, die hängt ja fest. Oh, auch schon wieder was dran. Jetzt gleich so ein bisschen nach links ziehen. Oh mein Gott, immer dieses oh. Nach links ziehen, rechte Maus, das zack, zack. Und dann, oh mein Gott, auf der anderen ist auch was dran. Die andere Pose auch. Oder? Ja. Die andere auch. Ei. Wobei Aal, ne? Also sollte jetzt hier zufällig wirklich. Das ist jetzt, ne? Es ist kein Aalsport, aber sollte hier zufällig. Zack, das andere. Shit. Verrissen. Nein, jetzt ist. Okay. Wieder zurück. Wieder auf die 1. Sollte hier zufällig gleich einen Aal dran gehen. Ne, das ist jetzt hier. Ein klassischer alter Aalspot. Heißt noch lange nicht, dass es hier jetzt gerade ein Hotspot ist für Aal oder so. Ne? Jetzt zack. So. Schön. Ja. Ja, also ich sag mal, für sowas, ne, für sowas kann ich mir das auch vorstellen. Schön auf entspannt. Mit der Stippe. Das ist doch nett. Aber, genau, warum fahren die Posen, und das ist natürlich jetzt das beste Beispiel, die eine fährt nach links, die andere fährt nach rechts. Wind kommt aus East, das heißt, die könnten eigentlich eher so fast zu mir fahren, aber die andere fährt nach links oben und die andere nach rechts oben. Kann man das verhindern? Ich weiß es nicht, ey. Habe ich da was verkehrt eingestellt? Sind die Würmer zu fett? Wandern die Würmer über den Grund oder was? Da, auf 1. Ich bin da einfach gespannt. Also ich freue mich drauf. Crashkurs. Zack, Hebebiss. Crashkurs Stippen. Bin ich sehr gespannt. Aber ob ich von da aus dann zu einem Stipp-Nerd werde, ich weiß es nicht, ey. Guck mal, die eine, die ist jetzt sogar schon so weit, da komme ich schon gar nicht mehr richtig dran. Ich sehe die bald gar nicht mehr. 22 Uhr, fast 23 Uhr. Das wäre geil, ne? Übrigens von der Tiefe hier 1,20 Meter hier eingestellt, ne? Auch mit der Bollo, da, ist was dran. Mit der Bollo oder mit der Match oder sowas bin ich gerne hier bei 1,20 Meter eingestellt. Vierer Haken. Wenn man Bock hat auf Aal, durchaus eben möglich. Also Aal auf Pose, durchaus möglich. Mit den Einstellungen. So, lassen wir nochmal schön absinken hier. Flip, damit er schön unten steht. Abstellen. Ab dafür. Ja. Und da fahren sie wieder los. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Ich lasse auch erstmal den Tauwurm dran jetzt, ganz bewusst, also nicht mit dem Fischfetzen, weil eben auf dem Tauwurm auch irgendetwas beißt. Immerhin beißt da halt was drauf, ne? Sonst wäre das ja räudig, Alter. Dann stehe ich hier die ganze Zeit und dann beißt noch nicht mal was. Also durchaus, ich glaube aktuell ist sogar Fischfetzen weiter vorne von der Statistik her. Fischfetzen für Aal. Weit dann vor Tauwurm. Ja, die hauen es hier schön ab, die Würmer. Zack. Dankeschön. So.
würde ich sagen, gucken wir mal, ob da gleich noch ein bisschen was Wildes reingeht. Zuppler, 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 die ganze Zeit schon auf der 2 jetzt hier. Die Schnur ist schon gestrafft, deswegen hebe ich die Route jetzt noch nicht an. Erst wenn er jetzt gleich richtig runter ist, greife ich die Route, weil durchs Greifen der Route kommt ja so ein Ruckler, siehst du, und oh, 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 oh. Gut am Limit. Oh, das sieht aber gut aus. Fetter Brocken hier. Fetter Brocken auf Stippe. Ja! Ah. Easy. Kannst du halt einfach dir ausdenken, Alter. Alter Falter, ey. Vor allem ich Stippe Rang 2, Alter. Icke, oder was? Oh, gar kein Fall. Aber Giebel? Easy. Oh Mann, ey. Was ein Geraffel. Naja, immerhin was gefangen, ne? Immerhin was gefangen. Ist doch schön. Hat sich doch direkt gelohnt hier. Der Lysak-Zwerg sagt, Alden, schnapp dir mal die Stippe. Uff, ey. Ach ja. Ja, aber irgendwie so oder so in der Art kann es weitergehen. Ich warte eigentlich noch auf einen dicken, fetten Drill, weil ich würde ja gern mal testen, wie das denn so mit diesem Rausziehen ist. Weil jedes Mal, wenn man die... Ich hatte das vorhin einmal schon kurz getestet, mit einer anderen Stippe, wie... Also das war aber eine mit ganz wenig Tragfähigkeit auch nur, sondern diese, wie heißen die? Genau, diese Telestick. Wenn du dann rückwärts läufst, dann durch dieses Ruckeln, dann hast du ja in der Actionbar so viel Bewegung. Du kannst ja nicht rückwärts schleichen. Ich meine, das ist ja nicht, dass ich renne. Dann würde ich das ja verstehen. Ich meine, der geht ja ganz normal. Und selbst dieses normale nach hinten gehen macht schon so viel Bam, Power in der Actionbar, dass du da... Wenn ich mir dann überlege, ich arbeite schon am Limit. Die Actionbar ist vielleicht schon so hart, so im gelb-roten Bereich. Und dann würde ich noch einen Schritt nach hinten gehen, dann ist doch durch. Bin ich gespannt. Und da geht noch was rein. Frühen Morgenstunden hier. Zack, da zuppelt's direkt wieder los hier. Fällt mir gleich wieder so eine Bewegung so ein bisschen zur Seite machen. Oh, da hinten ist, glaube ich, noch was. An der zweiten auch. Oh, 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 oh. Da müssen wir mal warten, bis das Ding richtig runtergeht jetzt. Oh, 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 oh. Doppelbiss links und rechts. Da hätten wir schon anschlagen können auf der zweiten. Jetzt aber. Und dann nehmen wir den mit. Oh, 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 oh. Schön dicker, fetter Brocken. Aber geht noch. Was ist das, eine fette Brasse oder was? Ja, 1,5er Brasse hier vorne. Ah, da ist hier ein Brassenspot. Hier war gerade schon einer. Zack, und sofort ran. Jawohl. Geht auch ganz gut ab. Schöne Schleier. Nee, Karausche. Schön. Ei, ei, ei. Ja, also, für diese Fische ist das für mich auch absolut okay. Absolut okay. Aber man soll ja auch mit den ganz dicken, fetten, ich weiß gar nicht, ob ich sie noch im Inventar habe oder ob ich sie weggelegt habe. Doch, hier ist sie. Inferno Blade Alden. 19 Kilo Schnur habe ich hier gerade drauf. 25 Kilo Tragfähigkeit hat die Stippe. Man soll also auch mit den richtig dicken, fetten Prügeln auf Karpfen gehen können und so weiter. Ich bin da ja gespannt. Ich bin da wirklich gespannt. Seid ihr auch gespannt, was wir da Neues erfahren werden? Wenn ihr, wie gesagt, Stipp-Profis seid, ruhig mal so ein paar
Tipps unten drunter schreiben, wie das Set besser zusammengebaut wird, auf was man achten muss und. Zack. Aber wir müssen natürlich auch gucken, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie hauptsächlich nur noch stippen werde oder solche Späße. Es ist einfach, hoppala, da. Es ist immer mal wieder spannend zwischendurch. Es bereichert das gesamte Angeln, weil es einfach nochmal eine andere Herausforderung ist. Aber für den entspannten Angelspaß, da bleibe ich doch, ja, in der Regel beim Spinning ab und zu mal ein bisschen Plumps angeln. Da ist er rübergeschwommen zur nächsten. Zack, rangehakt sofort. Ehrenhaft, die kleine Schläfergrundel. So, ich würde sagen, wir verkaufen mal den Kescher, gucken mal kurz rein, was das denn so gebracht hat. Wobei das ja jetzt hier nicht unbedingt schwerpunktsmäßig um einen geilen Spot ging. Klassischer Spot geht quasi immer. Also man kann sich hier immer mal hinstellen, einfach mal probieren. Gerade natürlich eine Nacht, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr so machen sollt, einfach mal hier Tauwurm reinschmeißen oder Fischfetzen reinschmeißen oder einfach auch mal ruhig einen Mistwurm oder sowas reinwerfen. Zuletzt an den Aalspots, die hier unten waren, das ist aber auch schon, ich glaube, 2 Wochen her ungefähr, auch da hatte ich schöne Aale auf Mistwurm tatsächlich. Also nicht immer nur den Standard und die teuren Köder reinwerfen. Das geht auch mit etwas günstigerem, gerade wenn man noch nicht so teure Sachen hat oder es noch nicht herstellen kann. So, verkaufen wir mal eben. Natürlich immer der Blick als erstes ins Café. Ein paar kleine, ja, wären drin. Die kleinen Karauschen sind auch drin. Rotaugen sind drin. Schleien sind drin. Amur mit 15 Kilos drin. Okay, nichts davon, was ich gerade gefangen habe, geschweige denn in Gänze. Aber für die paar Minuten hier immerhin 31 Silber mal eben easy auf der Stippe gemacht. Kann sich doch sehen lassen. Gar nicht schlecht. Kratsching. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels. Ich bin gespannt, wie das demnächst weitergeht. Auch, wie gesagt, dann mit den Stippvideos. Ich hoffe, dass ich da viele hilfreiche Informationen dann demnächst für euch habe. Wie gesagt, den Kanal abonnieren, den Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video. Petri. Oh.